So, alles klar, dann legen wir los. Hallöchen, willkommen zur Vorlesung. Mir ist aufgefallen, dass ich auf den Folien, die ich am Anfang aufgelegt hatte, einen Fehler drauf habe. Wir sprechen heute natürlich über Thurston, den wir letzte Woche ja gar nicht mehr angekratzt haben, und die hierarchischen Modelle. Ich habe auch eine Agenda für heute. Genau, also mich hat eine Rückfrage per Mail erreicht, die will ich als erstes beantworten. Da natürlich immer super, wenn Sie schreiben. Dann die Nachbereitungsfragen. Ja, die haben einige von Ihnen gemacht, das ist auch super. Und dann eben den großen inhaltlichen Block Thurston, der quasi so die Antithese zu Spearman war, und Bird, Verne und Carroll, die die hierarchischen Modelle gemacht haben und dann die Synthese aus Spearman und Thurston bilden. Okay, aber jetzt zuerst dann mal zu der Frage. Da ging es um den Begriff der Indifference of Indicators. Besagt ja, dass verschiedene Tests gleiche Werte in G liefern. Jeder Test hat einen Anteil G, dieser jedoch ist individuell und mal größer und mal kleiner. Können Sie das nochmal kurz erläutern? Jetzt gerade, ja, sage ich gleich was zu im Chat. Also, aber dazu, also so wie Sie es dargestellt haben, ist es komplett richtig dargestellt. Und ich habe aber die Folie nochmal dabei und da werden wir es nochmal dran besprechen. Aber nach den Vorbereitungsfragen, weil in denen geht es auch um die Indifference of Indicators und da will ich nichts spoilern. Und das Zweite halt auch wichtig, weil es die Klausur betrifft. Ja, also dieser Exkurs, Konstruktion von Matrizenaufgaben oder konstruktionsbasierte Matrizenaufgaben, war halt eben ein Exkurs, weil ich Ihnen dann mal zeigen will, wie ich das halt eben selber dann in meiner Forschung halt eben vertiefe. Das ist auch ein wichtiger Einblick, den Sie hier bekommen sollen. Und das ist natürlich dann nicht prüfungsrelevant. Also die Brücke, die da gebaut wurde von dem Spearman, war ja, dass halt eben der gesagt hat, die Matrizenaufgaben sind ein besonders gutes Maß für G. Und das hat halt auch die weitere Forschung dann immer wieder bestätigt, wie wir noch sehen werden. Das ist das, was Sie mitnehmen sollen, ne? Also Matrizen gleich gutes Maß für G. Wenn Sie das abspeichern, dann haben Sie die Info, die ich für die Klausur voraussetzen würde. So, und genau, dann gab es jetzt nur eine Frage im Chat. Man konnte nicht mehr sehen, ob die eigene Antwort bei den Nachbereitungsfragen richtig oder falsch war. Ist das mit Absicht so oder nur bei mir? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal eingestellt war, aber ist ja ein bisschen witzlos, wenn Sie dann gleich wissen, was halt eben richtig und was falsch ist. Dann wäre die Besprechung hier ja auch witzlos, auch wenn man halt jetzt eben irgendwie ganz gut drauf kommt. Also das wäre nicht, also wenn das vorher immer so war, dann tut es mir leid, dann war es immer ein bisschen komisch, aber also Sie sollten die eigentlich nicht wissen, also oder angezeigt bekommen, was richtig und was falsch war. Das war vorher immer so, ja, okay, gut, alles klar. Das habe ich jetzt wieder was gelernt über Moodle. Okay, und dann noch eine Sache: Prüfung online oder in Präsenz. Ich hätte sehr gerne online gemacht. Und das war bis vor 2 Wochen auch noch Stand der Dinge, dass man das halt eben machen kann. Jetzt gibt es vom Prüfungsausschuss da die Order, man darf das nicht mehr machen. Dann, ja, tut es mir halt leid. Ich muss das in Präsenz machen und dann sehen wir uns aber dann auch mal in vivo, was ja auch ganz spannend ist. Aber ja, also. Außer halt irgendwie Corona-Wahnsinn im Sommer und alles wieder zurück. Aber selbst im Mecklenburg-Vorpommern, wo man das ja restriktiver handhabt mit Corona, bestehen die jetzt halt auf Präsenzprüfungen. Sei es drum. Okay, wichtig ist ja nur, dass Sie gut darauf vorbereitet sind. Ja, okay, gut. So, ich hoffe, das war jetzt erstmal das, was Sie wissen wollten dazu. Wenn nicht, dann auch gerne nochmal einen Chat schreiben oder eine Mail schreiben, dann antworte ich da nochmal drauf.
Aber jetzt kommen wir zu den Nachbereitungsfragen und da erstmal super, 28 TeilnehmerInnen, das, obwohl die Fragen ja relativ kurzfristig dann halt noch kamen, da bin ich sehr happy. Und bei Frage 2.1 waren 67% korrekte Antworten, bei Frage 2 64% korrekte Antworten und da ist es genau auf dem Level, wo es Sinn macht, Fragen halt eben zu besprechen, ne? Weil ein bisschen, also da vieles hängen geblieben, aber es gab doch nochmal irgendwo die ein oder andere Unklarheit, deswegen das hilfreiche Feedback. Und das Ganze machen wir heute mit unseren beiden Most Valuable Players, Herr Berger und Frau Schatka. Und weil sich jetzt eben, weil sich bei der zweiten Frage um, bei der ersten Frage, pardon, um die Indifference of Indicators dreht, habe ich jetzt umgedreht. Also jetzt kommt zuerst dann Frau Schatka und dann Herr Berger. Ne? Also Frau Schatka, wenn Sie sich mal dazu. Ah ja, hallöchen. Hallo. So, gut, dann Frage 2.2 hatten Sie, dann schießen Sie mal los, was Sie da meinen. Genau. Welche der folgenden Aussagen zu den New Genetic Laws von Spearman trifft zu? A. Apprehension of Experience bezeichnet die Identifikation von zusammengehörigen Aufgabenelementen. Das würde ich sagen, ist falsch. Bei dem Prinzip geht es, das ist ja das erste Prinzip. Es geht erstmal um die Begreifung der Symbole. Also man, bei der Matrizenaufgabe war es ja auch, es gibt Symbole. Genau, es heißt, also B, es heißt Neogenetic und nicht Neogenetic, das ist auch falsch, also ja, das ist genau so, wie man es nicht denkt. Sehr schön. C, Education of Relations bezeichnet die Ableitung von Gesetzmäßigkeiten von zusammengehörigen Aufgabenelementen. Das ist hier auch wieder getauscht, weil Education of Relations ist das zweite Prinzip, aber was hier beschrieben ist, ist das dritte Prinzip. D, Education of Correlates bezeichnet die reine Wahrnehmung von Aufgabenelementen. Das ist das, was ich meinte, was eigentlich Apprehension of Experience ist. Und E, Apprehension of Experience ist der erste Schritt bei der Bearbeitung von Intelligenztestaufgaben. Also würde ich sagen, dass das richtig ist. Sehr schön, wunderbar. Also E wäre hier die richtige Aussage und Sie haben da auch die No-E-Genetic Laws. Also das ist, war jetzt dieser Klugscheißer. Punkt, den ich da irgendwie noch verwursten wollte. Also die neue Genetic Laws haben Sie damit quasi alle abgefrühstückt, wenn Sie die Frage verstehen. Also sehr schön. Ne? Zuerst Apprehension, ich nehme das wahr. Dann die Feststellung halt eben von Relations, also es ist nur irgendwie relatiert, hat eine Beziehung zueinander. Und dann die Induction of Correlates, wo es um die wirklichen Zusammenhänge, um die Regeln geht. Das, darauf hat das diese Frage abgezielt, dass Sie das halt eben verstehen und Sie haben es sehr schön dargestellt. Also kann ich auch nichts mehr weiter hinzufügen. Vielen Dank, Frau Schatka. Und genau, dann geht es weiter mit dem Herrn Berger. Ja, moin. Also ich hatte die Frage, welche Aussage oder Aussagen zur Theorie von Spearman zutreffen. Die erste ist, positive Mannigfaltigkeit bedeutet, dass alle Intelligenzaufgaben positiv miteinander korreliert sind. Da habe ich jetzt gesagt, das stimmt. Dann Indifferenz der Indikatoren bedeutet, dass alle Intelligenztestaufgaben unterschiedliche Merkmale erfassen. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht, weil die verschiedenen Intelligenztestaufgaben alle G erfassen und damit unter anderem alle das Gleiche, also dieselbe Fähigkeit. Dann Unterschiede der Korrelation zwischen Intelligenztestaufgaben werden durch spezifische Anteile der Aufgaben erklärt. Da habe ich wieder gesagt, das stimmt, weil ja, es da eben spezifische Anteile gibt, die nur für die Tests jeweils relevant sind. Und dann viertens, aktuelle Forschung zeigt, dass die Annahme, die Annahme eines Generalfaktors der Intelligenz nicht plausibel ist. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Also man hat ja jetzt irgendwie diese Synthese von Spearmans und Firstons Theorie, aber man, bei den hierarchischen Modellen geht man ja auch immer noch vom Generalfaktor aus. Super, sehr schön. Gucken, was die richtige Antwort überhaupt ist.
Es müsste eigentlich A sein, ne? 1 und 3. Ja. Genau, ne? Und das haben Sie alles sehr schön dargestellt. Vielen Dank dafür. Und das bringt uns jetzt halt eben, also eigentlich, was Sie jetzt dargestellt haben, ist das, was hier auf der nächsten Folie drauf ist. Und die ist quasi so die zentrale Antwort auf die Frage, die halt auch in der Mail kam. Ja, wie ist das mit den G-Anteilen und den spezifischen Anteilen, ne? Also jeder Test, Intelligenztest, das ist Biermanns Vorstellung, beinhaltet G, aber zu einem unterschiedlich großen Ausmaß, ne? Also hier dieses Maß 1, das hat einen sehr hohen G-Anteil und dieses Maß 4, das hat einen sehr geringen G-Anteil. So, alles andere an den Aufgaben, also was hier außerhalb von diesem orangenen Kreis dann halt eben liegt, das, oh, pardon, ich zeige immer die ganze Zeit auf dem falschen Monitor. Das ist immer, also, ja, okay, sorry. Genau, also das hier wäre der G-Anteil von der Aufgabe, das wäre der spezifische Anteil der Aufgabe. Also alles, was nicht G ist, ist halt spezifischer, also ein spezifischer Teil der Intelligenztestaufgabe und ist damit halt auch irrelevant, ja, weil quasi das nur irgendwie Rauschen ist, ja, also so ein reines Spezifikum der Aufgabenart, die sonst halt eben keine Bedeutung eben aufmeißt. Das war Spearmans Vorstellung und jetzt halt eben Indifferenz der Indikatoren heißt, es ist egal, welchen Test ich nehme, um Intelligenz zu messen, weil immer G drinsteckt, ja, also ich sollte natürlich eben versuchen, möglichst viele Tests zu erfassen, zu verwenden, weil diese spezifischen Anteile, die halt nichts miteinander zu tun haben, die gleichen sich dann am Ende wieder aus, ne? Also die sind quasi das Rauschen, das drüber liegt und je mehr Tests sie verwenden, desto reiner wird das Signal. Aber all das, was da drin steckt in der Variable, was irgendwie eine Bedeutung hat, was mit irgendwas Außenstehendem korrelieren kann, das steckt in diesem G drin, ne? Das ist, ich muss jetzt immer sagen, halt eben Spearmans Vorstellung, weil das werden wir jetzt heute halt eben auch noch sehen. Also das, was hier in dem Spezifischen drin steckt, das konnte man dann zeigen. Das ist nicht nur reines Rauschen, sondern das hat halt auch noch eine gewisse Bedeutung. Das sind dann eben die hierarchischen Modelle, die Synthese dann halt bilden. Ich hoffe, das konnten Sie jetzt so nochmal nachvollziehen. Vielleicht, ich weiß nicht, die Person, die gefragt hat, kurz Daumen hoch oder so, wenn Sie da sind. Oder wenn es noch Fragen gibt, einfach in den Chat schreiben. Oder Daumen runter. Ah, gut, ja, okay, sie hat, ja, sehr schön, wunderbar. Gut. Okay, so, dann haben wir da den Spearman nochmal angeschnitten und da kommt gerade noch die Frage zwischenrein, laden Sie die Links zu den Videos noch in Moodle hoch? Also die stehen alle bei YouTube in meinem Channel online, aber den kann ich da nochmal verlinken bei Moodle. Genau. Okay, gut, aber also wie gesagt, wir haben jetzt geendet mit dem Spearman. Also es gibt diesen G-Faktor und alles, was nicht G ist, das ist irrelevant. Und Thurstons Annahme war genau jetzt eben das Gegenteil, ne? Der sagt nämlich, es gibt nicht nur ein G, sondern es gibt sieben verschiedene. Ich antworte gleich. Sieben verschiedene Intelligenzfaktoren, die nichts miteinander zu tun haben, ne? Also es gibt quasi keine allgemeine Intelligenz, das macht keinen Sinn. Es wird auch keinen Sinn machen, dann halt eben IQ zu berechnen, sondern nur die Leistung in bestimmten Bereichen. Und dann ist jetzt interessant, welche Bereiche er dabei eben abgrenzt, aber erstmal hier, also er nennt es halt eben die primary mental abilities, ne? Also die primären mentalen Fähigkeiten und also die Vorstellung, wenn ich quasi auf dem abstraktesten Niveau gucke, wie viele unterschiedliche Fähigkeiten muss ich dann differenzieren,
um ein ausreichend breites Bild von der Intelligenz der Personen zu machen, so wie das bei den Big Five halt auch der Versuch war, dass man eben mit den Big Five versucht, möglichst alle Persönlichkeitsaspekte quasi möglichst ökonomisch zu beschreiben. Genau, so, und jetzt teilt er diese sieben Primary Mental Abilities auf mittels der Faktoranalyse. Das hatten wir ja auch schon bei der Persönlichkeitspsychologie, in dem Persönlichkeitspsychologie-Teil erklärt, also was die Faktoranalyse macht, also quasi unabhängige Anteile der Aufgaben quasi festzustellen, beziehungsweise Aufgaben zu gruppieren zu bestimmten Gruppen, die sich dann halt eben sehr stark ähneln innerhalb der Gruppe, aber zwischen den Gruppen halt wenig ähneln. Ne, wie bei den Big Five, also sie haben Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus etc. pp. Innerhalb von Neurotizismus korrelieren alle Items, innerhalb von Gewissenhaftigkeit korrelieren alle Items, aber zwischen Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit gibt es keine Korrelation. Und das ist genau die gleiche Logik, die er dann halt eben übertragen hat auf die Intelligenzforschung und kam dann mit Faktoranalysen, die ähnlich sind zu denen, die da gemacht wurden, auch im Rahmen der Big Five-Modells zu sieben Primärfaktoren. Ne? Und die heißen jetzt hier Memory, Number, Perception und so weiter und so fort. Und da jetzt auch nochmal so der Tipp für die Klausur. Sie können das natürlich gerne halt irgendwie auswendig lernen, aber es bringt Ihnen nichts, weder für die Klausur noch fürs Leben. Es ist halt eben wichtiger zu wissen, dass er halt eben in der Lehrmeinung, würde ich sagen, halt sieben Faktoren unterschieden hat. Wir werden gleich noch sehen, warum das auch anders sein kann. Die halt einfach unabhängig voneinander sind. Das ist genau die Antithese halt eben zu Spearman. Okay, jetzt die Frage, die noch zwischendran war, wann laden Sie die Videos circa hoch? Also immer vor der nächsten Sitzung in der Regel, halt am Wochenende oder Montag oder Dienstag oder so, wenn ich halt eben dazu komme. Manchmal brauche ich da halt eben ein bisschen. Okay, gut. Aber nochmal zum Thirst und seinen Primary Mental Abilities. Also lernen Sie das nicht auswendig, sondern merken Sie sich das mit den Beispielaufgaben oder gewinnen Sie ein Gefühl dafür, was in seinem Modell drinsteckt, durch die Beispielaufgaben, weil es das wirklich anschaulicher macht. Also Spearman hat sehr wenig mit Intelligenztests rumexperimentiert. Thurston hat das bis zum Exzess betrieben und ganz viele unterschiedliche Intelligenztestaufgaben verwendet. Ein paar Beispiele sehen wir jetzt auch noch gleich, aber hier, das ist einfach mal so eine Zusammenstellung, die ich gemacht habe, die ganz gut charakterisiert, was in diesen sieben Primärfaktoren halt eben drinstecken soll. Also das erste wäre halt Memory, Gedächtnis. Ne? Da soll man jetzt hier irgendwie drei Wortkombinationen halt auswendig lernen, dann verstreicht eine gewisse Zeit und dann soll man nochmal danach sagen, welche Kombination vorher genannt wurde. Und das wäre jetzt, ich muss jetzt selber gucken, Tree Foot war es nicht, Forest Leg war es nicht und Wood Toe. Ne? Also Wood Toe, also Wald und Zehe wurde präsentiert und das müsste ich jetzt hier ankreuzen. Number, da geht es so um mathematische Fähigkeiten, wo man dann halt irgendwelche Rechenaufgaben lösen muss. Perceptual Speed ist sowas wie Konzentrationsfähigkeit oder Geschwindigkeit des Denkens. Werden wir auch noch sehen, was sich in diesen basaleren Bereichen da alles so an verschiedenen Konstrukten tummelt, also Wahrnehmungsgeschwindigkeit in dem Fall. Und hier müssen Sie dann alle schwarzen Quadrate quasi anmarkern möglichst wenig Zeit. Reasoning, das ist das schlussfolgernde Denken, das entspricht am ehesten dem, was sich der Spearman auch vor
gestellt hat. Also hier so Zahlenreihen, wo man hier erkennen muss, okay, da wird immer 2 drauf addiert und der nächste Schritt müsste jetzt hier 11 sein beispielsweise. Das ist so ähnlicher wie bei den Matrizenaufgaben. Ne? Sie erkennen halt eben die Gesetzmäßigkeit. Also es gibt hier halt irgendwie eine, also bei den Zahlenreihen halt eben so eine Additionsregel oder so. Die erkennen Sie und wenden Sie dann halt an. Das ist das, was man quasi so schlussfolgerndes Denken nennt oder halt Reasoning. Und dieses Reasoning hängt halt am nächsten so an G dran. Damit hatte der Spearman dann eben schon recht. Gut, aber dann auch räumliche Vorstellungsfähigkeit, wo Sie hier irgendwelche Zahlen sehen und die wurden alle rotiert, aber eine von diesen Zahlen wurde gespiegelt. Also das heißt, wenn Sie die aufrecht stellen, so rum, wie sie gehört, dann ist sie nicht richtig, sondern halt eben quasi gespiegelt. Das wäre hier die 1. Also wenn Sie die hochdrehen, sehen Sie, das ist halt eben gespiegelt. Und dann hier Verbal Comprehension, wo es eher um gelernte Wissensinhalte geht, wo man jetzt die Beziehungen herstellen soll zwischen 2 Elementen, also Letter is to Envelope, also Brief ist zu Briefumschlag, wie Schuh zu und dann muss man jetzt hier halt eben Fuß auswählen, weil in beiden Fällen da was halt eben reingesteckt wird. Da ist auch noch so ein bisschen Reasoning mit drin, aber es geht halt schon eher dann um Wissen und dann Word Fluency, wo es wirklich um reinen Abruf von Wissen geht, wo man dann Synonyme abrufen soll oder halt jetzt möglichst viele Wörter, die mit H halt eben starten. So, das war jetzt so ein kleiner Parforce-Ritt halt eben dadurch, aber gucken Sie sich das nochmal selber an und Sie kriegen ein Gefühl für, was der Thurston damit halt eben wollte, ne? Also was der damit halt eben gemeint hat. Und ja, a priori ist das ja auch mal eine ganz gute Hypothese, dass man sagt, ich vermute mal, dass diese Aufgaben, wenn ich mir die angucke, hinreichend unterschiedlich sind, dass es da eigene Fähigkeiten geben kann. Also von diesem Punkt kam der Thurston quasi aus und das ist eine Annahme, die Sie erstmal überprüfen können. Also somit halt vollkommen legitim. So, also bevor wir jetzt uns angucken, wie er das gelöst hat, hier noch so ein paar Beispiele aus den Original-Thurston-Aufgaben. Also wie gesagt, eine große Leistung von ihm war, dass er auch ganz tolle Intelligenztests gemacht hat oder Intelligenzaufgaben, die heute in ähnlicher Form halt noch verwendet werden. Also hier auch sowas Reasoning in die Richtung geht das. Man versucht da halt eben Wissen möglichst rauszuhalten, aber trotzdem in einem verbalen Format das abzufragen durch Syllogismen. Und Syllogismen sind halt eben 2 Sätze, die hintereinander präsentiert werden. Und der eine Satz ist quasi die Voraussetzung und der andere Satz ist die Folge draus und man soll quasi feststellen, ob diese 2 Sätze zusammen halt eben Sinn machen. Ne? Also hier, all haystacks are catfish, also alle Heuhaufen sind Katzenfische, all catfish are typewriters, alle Katzenfische sind Schreibmaschinen, therefore all haystacks are typewriters, ne? Das wird ja in dem Fall stimmen, ne? Weil Heuhaufen beinhaltet Catfish und Catfish beinhaltet Typewriter und das heißt, Typewriter steckt quasi auch in diesem Haystacks halt eben drin. Also es ist letztendlich so eine Art Mengenlehre, die man da halt eben abfragt. Hier dann halt umgekehrt, all Haystacks are Typewriters, all Catfish are Typewriters, therefore all Haystacks are Catfish. Nee, das stimmt halt eben nicht, weil die sind anders miteinander verschachtelt. Ich hoffe, das können Sie nachvollziehen. Ich gucke mal, da kam gerade noch was im Chat. Was hat die Faktoranalyse nochmal bei Thurston bewirkt? Ja, ne, also sehen wir dann gleich. Ne? Also weil der hat, also sage ich vielleicht jetzt schon mal vorher was dazu,
Letztendlich können Sie sich Korrelationen zwischen all diesen Intelligenzaufgaben, die wir jetzt gerade besprechen und die wir halt in ihrer Facettiertheit halt eben sehen, können Sie Korrelationen berechnen. Ne? Also Sie geben diese Intelligenzaufgaben an Versuchspersonen raus, die beantworten die, Sie werten die Daten aus und kommen dann auf eine Korrelationsmatrix. Und bei dieser Korrelationsmatrix, wenn halt eben das gilt, was Spearman glaubt, ja, dann wären die Korrelationen in der kompletten Matrix positiv. Ne? Das wäre die positive Mannigfaltigkeit. Dann gäbe es halt eben nur einen einzigen Faktor, der quasi zuständig ist für die Korrelation zwischen allen Aufgaben. Wenn die alle miteinander positiv korrelieren, dann sollte ein gemeinsamer Faktor denen zugrunde liegen. Wenn Thurstons Annahme jetzt stimmt, dann müssten Sie sowas haben, wie dass Sie so quasi so Blöcke haben. Ne? Wenn Sie die ordnen nach Aufgaben, Ihre Korrelationsmatrix, dann hätten Sie quasi einen Block, wo alle räumlichen Aufgaben miteinander korrelieren und einen anderen Block, wo alle sprachlichen Aufgaben miteinander korrelieren, aber zwischen den Blöcken gibt es halt eben keine Korrelation. Wir sehen gleich, wie es empirisch dann wirklich aussieht. Aber ich hoffe, das hat Ihnen jetzt da schon mal weitergeholfen. Wenn nicht, dann gerne nochmal schreiben. Okay, ich mache jetzt erstmal hier weiter mit den Aufgaben vom Thurston. Also hier haben wir noch Space, räumliches Vorstellungsvermögen. Da kriegen Sie so hier solche Würfel oder also Quader angezeigt, die da übereinander gestapelt sind. Und man muss jetzt halt eben angeben, wie viele Berührungen hat A beispielsweise mit den anderen Klötzen. Und dann A grenzt an B, C und D und E. Genau, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ne? Also das wäre dann, deswegen steht dann hier bei A 4. Ne? Also weil A zu vier anderen Klötzen Berührung hat, B aber nur zu zwei. Ne? B zu A und B zu C und so weiter und so fort. Also müssen Sie quasi hier bei dieser Aufgabe sich das räumlich repräsentieren und dann halt eben auszählen. Hier auch sehr schön, ne? Räumliches Vorstellungsvermögen. Also finde ich ein ganz tolles Aufgabenformat. Ne? Hat ja schon 1934 halt zusammengebastelt. Aber da sehen Sie dann halt eben zwei Hände und Sie sollen dann halt immer unten, Sie sehen mehrere Hände und Sie sollen immer ankreuzen, ob das die rechte oder linke Hand ist. Ne? Also hier wäre es die linke, ne? Weil der Daumen ist hier, also jetzt wird sich im Video so spiegelverkehrt. Ja, aber wenn der Daumen links ist, ist es halt eben die, wenn der Daumen rechts ist, ist es halt die linke Hand. Sie sehen, ich bin schon ganz räumlich desorientiert hier. Aber Sie verstehen, worauf es hinausläuft. Ne? Also man soll immer angeben, ist das die linke oder die rechte Hand. Das hier wäre halt die linke, das hier wäre die rechte. Und dann kriegen Sie so Aufgaben, wo Sie das halt eben angeben müssen. Dazu müssen Sie die Leistung erbringen, die ich jetzt gerade eben nicht so super gut abrufen konnte. Okay, gut. Und dann hier, das ist jetzt nochmal so was, Verbal Comprehension. Da geht es halt darum, Sie haben hier fünf Wörter und eins passt nicht dazu. Also hier haben Sie Hund, Katze, Löwe und Giraffe und Chair und zwei Chair passt halt eben nicht dazu. Alles andere sind Tiere und das ist ein Möbelstück. Oder hier lauter Gemüse und dann ist noch ein Buch halt eben unten drunter. Also hier wäre es halt eben die vier. Also alles ganz, ganz verschiedene Aufgabentypen. Ne? Also da, ob ich jetzt die Blöcke zähle oder ob ich da jetzt Wortbedeutungen halt eben wiedergebe. Das sieht alles schon mal sehr, sehr verschieden aus. Also so die Idee vom Thurston zu sagen, ja, da könnte es verschiedene Faktoren geben, die ist jetzt erstmal legitim, aber dann hat er das halt eben natürlich halt exzessiv halt ausprobiert. Also der Spearman, wie gesagt, hat keine Intelligenztests großartig entwickelt und dann gab es halt eben die Raven-Matrizen, da hat er gesagt, ja, die sind super. Aber Thurston hat gesagt, okay, das liegt dran, der Spearman guckt halt eben zu spezifisch und wir probieren es jetzt mal ganz breit, machen ganz, ganz viel verschiedene Aufgabentypen und das ist jetzt halt eben so eine Megastudie, die der halt eben gemacht hat, weil Sie sehen, das sind halt eben 57 Tests, die er halt eben bei 240 Versuchspersonen angewendet hat, also 1934, also ohne Taschenrechner, ne?
Und dann hat der zwischen allen Tests halt hier die Korrelationen berechnet, also zu Fuß, ne? Also das ist halt schon, wenn Sie das mal irgendwie in einem Statistikkurs halt eben für 10 Leute eine Korrelation zwischen 2 Variablen berechnen, da sitzen Sie auch schon eine ganze Zeit halt eben da. Und daran saß der, also Monat wahrscheinlich, bis er das halt eben berechnet hat. Und gut, so sehr gefreut hat ihn das halt eben wahrscheinlich nicht, weil, was sieht man hier? Also gut, unten steht es halt drauf auf der Folie, positive Mannigfaltigkeit. Ne? Das war ja das, was wir vorhin halt eben schon gesagt haben. Also wenn es einen G-Faktor gibt, dann sehen Sie quasi keine Gruppen von Aufgaben, die halt eben spezifisch miteinander interkorreliert sind. Und das ist hier der Fall. Also alle Korrelationen sind halt eben positiv und durchschnittlich halt auch relativ hoch. Also gibt es ein paar Ausreißer, die wir per Zufall erwarten würden, aber das hier, hier sehen Sie gelebte positive Mannigfaltigkeit. So, jetzt nochmal Rückfrage an Sie. Wie müsste die Matrix aussehen, wenn der Thurston jetzt recht gehabt hätte? Also wenn es diese 7 und chaotisch, ja, wenn man die nicht ordnet nach Inhaltsbereichen, ne? Da war gerade eine Handmeldung, also ja, ich wollte es auch sagen. Ja. Also ich wollte. Genau. Chaotisch, wollten Sie sagen? Nee, ich wollte sagen, dass wir entweder chaotisch, wenn es ungeordnet ist. Oder essen halt Sie gerade. Ein bisschen. So. Ja, ey, guten Appetit. Ist danke. Auch, oder. Ja, also ich wollte sagen, wenn es geordnet wäre, dann würde das eben so in den Spalten korrelieren miteinander, aber nicht untereinander. Genau, da gibt es noch eine Handmeldung. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es vielleicht dann auch einfach null Korrelation gibt oder so an die Null, dass die halt kaum korrelieren. Genau, es müsste jetzt halt eben, wenn, also ne, jetzt erstmal das erste Kommentar chaotisch, ja, chaotisch, wenn man es nicht ordnet nach Itemgruppen, ne? Also Sie haben dann halt eben 5 Tests für räumliches Vorstellungsvermögen und 5 Tests für verbal, okay? So, also oder sagen wir es hier jetzt halt eben, die Hälfte hier wäre also bis zur 12, sagen wir meinetwegen, die wäre halt räumliches Vorstellungsvermögen und die hinten dran, das ist immer, also sagen wir 4 bis 12, das wäre räumliches Vorstellungsvermögen und 13 bis 23, das wäre verbale Fähigkeiten beispielsweise. So, also wenn ich das so geordnet habe und es wirklich einen verbal und einen räumlichen Faktor gäbe, dann würde ich erwarten, dass dieser Bereich hier, wo nur die räumlichen Aufgaben mit den räumlichen Aufgaben korreliert werden, halt hier dieser Bereich ungefähr, also können Sie sich jetzt vorstellen, also da wären dann halt eben hohe Korrelationen. Und der räumliche Bereich, also Korrelation von räumlichen Aufgaben mit räumlichen Aufgaben, der wird ja hier unten irgendwo dann stehen. Und da würden Sie auch positive Korrelationen erwarten. Ja? Also das hier ist jetzt schon mal ganz gut. Also das entspricht dem, was der Thurston will, aber hier diese Korrelationen, die müssten alle null sein. Ne? Wenn Sie das geordnet hätten und sagen, ja, räumlich und verbal sind 2 komplett unterschiedliche, unabhängige Faktoren, dann dürften die Items oder die Aufgaben oder Tests, wie auch immer, zwischen diesen Gruppen keine Korrelationen haben. Also innerhalb der Gruppe eine hohe Korrelation, räumlich mit räumlich hoch, und zwischen den Gruppen niedrige Korrelationen, räumlich mit verbal niedrig. Ne? Und also klar, bei verbal mit verbal, da soll es auch halt eben hoch korrelieren. Okay, wenn die Bereiche nach Inhalt organisiert werden, dann innerhalb der Bereiche höhere Korrelation. Ja, super, wunderbar. Ja, sehr schön. Genauso wie es im Chat steht nochmal. Super, wunderbar. So, also ne, jetzt hat der Thurston diese Tabelle gesehen und eigentlich würde man jetzt sagen, naja, viel zu holen für unabhängige Faktoren gibt es da nicht. Und dann so eine Frage, die man sich klar machen muss, ist, wie kommt der dann noch auf die Idee, da jetzt halt noch weiter zu gucken? Ne?
Und da muss man wissen, die Faktoranalyse, das ist jetzt kein mathematisches Verfahren, das wir halt jetzt irgendwie seit der Renaissance halt irgendwie kennen oder so. Das ist halt relativ spät erst entstanden und viel halt auch mit diesen psychologischen Methoden lehre Menschen. Ne? Also Spearman und Thurston, die haben selber quasi faktoranalytische Methoden halt entwickelt, so auf Statistikebene und damit Statistikern halt eben zusammen gearbeitet. Also da gab es jetzt noch nicht so irgendwie die einheitliche Form, wo man gesagt hat, das ist jetzt halt eben der Mainstream der Faktoranalyse. Ne? Also da hat man noch entwickelt dran. Und was der Thurston gesagt hat, ist, die Faktoranalysen, die Spearman verwendet, die bevorzugen quasi einen G-Faktor. Und wenn man sich das mit einer anderen Methodik anguckt, die auch Sinn macht, dann kann man diese Facetten von Intelligenz besser feststellen. Und das ist jetzt so ein Aspekt, da müssen Sie, ich weiß nicht, hören Sie irgendwo anders im Studium noch Faktoranalyse? Weil das wäre eher sowas halt wirklich dann halt Hardcore-Methodenlehre. Ich weiß es nicht, aber also ich will Sie damit jetzt nicht hier unnötig quälen, aber das Grundverständnis bekommen Sie halt eben hin. Es ist nämlich die Frage, ob die Faktoren rechtwinklig oder schiefwinklig aufeinander stehen. So, also Spearman erwartet nämlich, dass die Faktoren rechtwinklig aufeinander stehen und das heißt halt orthogonal. Also in der Mathematik heißt der Begriff halt auch orthogonal. Ne? Also orthogonale Faktoren, also der Faktor 1, den Faktor 1 haben wir hier unten und der Faktor 2 steht hier im rechten Winkel dann eben drauf. Und diese inhaltliche Vorstellung ist die von Spearman, weil nur wenn Sie das so abtragen können für die Personen, dann sind die wirklich unabhängig voneinander. Wir gucken uns das in einem Beispiel an. Also wir haben jetzt hier quasi diese eine Person, ja, die hat einen bestimmten Wert auf Faktor 1, den kann ich hier ablesen. Und die hat einen bestimmten Wert auf Faktor 2, den kann ich hier ablesen. So, und jetzt, wie muss ich das jetzt ins Diagramm einzeichnen oder was müsste ich in diesem Diagramm machen, wenn ich den Wert der Person auf Faktor 1 erhöhen würde? Und wie würde sich es dann auf Faktor 2 verändern? Ja, also jetzt machen wir die Person mal auf Faktor 1 halt eben höher ausgeprägt. Ja, gerne reinrufen. Ja, Frau Ast, ja, gerne. Also der blaue Punkt wäre dann weiter rechts, aber immer noch auf der gleichen Höhe. Also Faktor 2 würde sich gar nicht verändern. Super, genau. Das ist halt eben der Punkt. Ne? Also das sehen Sie hier halt auch in der Animation, also ich kann das jetzt hier vor und zurück machen, wie ich will. Also auf Faktor 1 verändern sich die Werte, aber auf Faktor 2 bleiben sie gleich, okay? So, und das gleiche Spielchen, also gar nicht, ne? Und das gleiche Spielchen kann man jetzt auch mit Veränderungen auf Faktor 2 machen. Da kann ich auch hoch und runter drehen, wie ich will. Die Faktorwerte auf Faktor 1, die bleiben gleich, ne? Und das ist dann also nur dann, wenn diese Faktoren im Rahmen der Vektorberechnungen, die dann halt bei der Durchführung von so einer Faktoranalyse halt ablaufen, halt eben zugrunde gelegt werden. Da dürfen diese Faktorvektoren quasi nur rechtwinklig aufeinander stehen, genau, und sollten halt eben unabhängig sein. Ne? Also Spearman hat halt eben nur orthogonale Faktoren halt eben angenommen und keine obliegen Faktoren. Das ist nämlich das, was der Thurston so eingeführt hat. Ne? Also die schiefwinklige Faktorrotation heißt es dann halt auch in Schlau. Aber also der Witz ist halt eben der schiefe Winkel. Diese zwei Faktoren stehen dann halt nicht mehr rechtwinklig aufeinander, sondern haben halt eben Winkel kleiner 90 Grad. Ne? So, und was passiert hier? Wenn wir jetzt die Person halt in Faktor 1 fähiger machen, ne? Also ich würde das hier, also ne, den Faktorwert können Sie immer ablesen, wenn Sie quasi hier von der Faktorachse dann im rechten Winkel rübergehen in dem Diagramm, ja. So, und jetzt machen wir die Person mal auf Faktor 1 fähiger und Sie sehen, auch bei Faktor 2 hier springt sie hoch, ne? Also
Die springt bei 1 hoch, aber die springt auch bei 2 hoch. Und genau das ist halt jetzt eben, sind korrelierte Faktoren, ne? Weil eine Veränderung in Faktor 1 geht mit einer Veränderung in Faktor 2 halt einher. Ja? Und das können Sie Ihrem mathematischen Modell, was Sie da im Hintergrund der Faktoranalyse halt laufen haben, quasi beibringen, dass es das halt eben kann. Und da hat der Thurston dann gesagt, okay, also ganz orthogonal ist es nicht. Also ich kann jetzt nicht irgendwie orthogonale räumliche und verbale Faktoren halt eben feststellen, aber vielleicht halt eben schiefwinklige, wo ich dann sage, es gibt halt so eine gewisse Korrelation zwischen denen. Genau, also bei orthogonal, da sind die immer rechtwinklig. Oblieg, dann sind die immer schiefwinklig, also orthogonal nicht miteinander korreliert, oblieg schiefwinklig miteinander korreliert. Ne? Also das heißt dann, wenn ich in verbal besser bin, bin ich tendenziell auch in numerisch ein bisschen besser und umgekehrt. Ja? Also ein bisschen Korrelation gesteht man den Faktoren dann halt eben zu in dieser Analyse. So, ja, sorry, Frau Schatka, Sie haben sich schon länger gemeldet, aber fragen Sie, sorry, oder sagen Sie. Ja, kein Problem. Und zwar, mich hatte das, also ich habe das mit den orthogonalen oder oblig verstanden, mich hatte das jetzt nur verwirrt, dass jeweils Annahme Thurston und Annahme Spearman, weil ich dachte halt eher, dass Spearman davon ausgeht, dass die Faktoren interkorreliert durch den G-Faktor und Annahme Thurston ist, dass er sagt, dass die unabhängig voneinander sind, weswegen er auch 7 unabhängige postuliert hat. Genau, also da musste der, ja, also gute Bemerkung, weil, also da musste der Thurston halt eben einlenken. Ne? Also das war jetzt so der erste Befund, den er halt hatte, hier, also diese Positive Manifold, damit kommt er halt eben nicht weiter und dann hat er eben versucht, ja, okay, die müssen nicht komplett unabhängig sein innerhalb der Gruppen, sondern die dürfen auch ein bisschen miteinander korrelieren zwischen den Gruppen. Okay. Aber dass er so weit gegangen ist wie Spearman, der gesagt hat, alles ist quasi das gleiche G, auf dem Trip war er dann halt eben nicht. Ne? Also zuerst die komplette Antithese war, das sind 7 Unabhängige. Und dann, ich meine, der hat dann auch länger gewirkt, der Thurston. Hat er rumexperimentiert mit seinen obliken Rotationen und ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, also dann, wie es dann halt eben am Abschluss seiner Karriere war. Da hat er dann nämlich zusammen mit seiner Frau, die da dann irgendwann eingestiegen ist in die Forschung, die war auch ein gutes Stückchen jünger, zusammen nochmal was publiziert, also 7 Jahre später, wo die quasi die Entwicklungen, die es damals halt eben schon gab, aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, also die Korrelation, die Interkorrelation zwischen den Aufgabengruppen sind so stark, dass wir den G-Faktor nicht mehr wegdenken können. Ja? Wir gucken uns das mal hier in der Tabelle an. Also jetzt erstmal für die Nerds unter Ihnen, also hier, Sie sehen, 41 spricht da nicht mehr von 7 primary mental abilities nur noch, sondern nur noch von 6 primaries. Da hat er halt auch auf dem Weg quasi festgestellt, okay, 2 Faktoren kriege ich nicht so sauber voneinander getrennt. Welche das genau sind, weiß ich auch jetzt gar nicht mehr genau, aber ist halt eben den Schritt gegangen und hat halt gesagt, ja, okay, es sind doch keine 7, sondern halt eben nur 6. In Lehrbüchern steht dann immer Thurston's 7 primary mental abilities, wo man dann korrekter sagen müsste, ja, also Thurston's 8 bis 6 Primary Mental Abilities, weil irgendwo zwischendrin hat er auch nochmal gesagt 8. Das ist halt immer so ein bisschen abhängig da von der Stichprobe und ist dann halt so ein bisschen instabil dann auch. Also nur wenn Sie mal halt irgendwie klugscheißen wollen für die Klausur, reicht es, wenn Sie 7 Primary Mental Abilities abspeichern. Aber was jetzt halt eben wirklich wichtig ist, ist, dass er halt hier noch ein G reinmacht. Ne? Also eine Korrelation mit einem Generalfaktor. Also das heißt, Sie sehen hier zwischen den Faktoren, ja, also nach Thurstons Vorstellung,
wie müssten diese Werte hier unterhalb der Diagonalen ausfallen, wenn Sie den Thurston von 1934 fragen? Also das Internet hängt nicht, hoffe ich. Also diese Werte hier, diese Korrelation zwischen den, wie war die Frage nochmal, super. Gerne. Hier sehen Sie quasi die 6 später Primary Mental Abilities von Thurston und in der, hier unterhalb der Diagonale sehen Sie die Korrelation zwischen denen und das hat er 1941 so geschrieben. Meine Maus wieder weg. Also hier sehen Sie die Interkorrelation zwischen diesen 6 Primary Mental Abilities, die es dann 1941 halt noch waren. Und wenn Sie den frühen Thurston gefragt hätten, und da hat es der Herr Gehlhaft, die Frau Schatka wollte es bestimmt auch schon sagen, rausgeknallt, 0. Ne? So, und das hat dann halt eben, das hat sich nicht bewahrheitet, von dem Trip ist er dann halt eben zurückgetreten und hat halt gesagt, okay, es macht hier noch Sinn, noch einen G-Faktor oben drüber anzunehmen. Ne? Also hierarchisch über diesen Primary Mental Abilities halt stehend. Und dann, hier formuliert es auch nochmal, each of the primary factors can be regarded as a composite of an independent primary factor and a general factor which it shares with other primary factors. Ne? Also es gibt halt eben so einen Bereich verbal, aber in diesem Bereich verbal steckt halt eben dann noch sehr viel G halt trotzdem drin. Ne? Und das ist halt eben das Konzept der Gruppenfaktoren. Ne? Das war dann, das sind dann keine unabhängigen Faktoren, sondern das sind dann quasi einzelne Ausprägungen des gemeinsamen Faktors. Es wird nochmal, deswegen halt hier echt so eine super schöne Story. Nochmal, ich erkläre gleich noch was dazu. Aber also das war dann jetzt auch schon relativ am Ende von Thurstons akademischem Leben, wo er dann nicht als irgendwie als halsstarriger alter Typ halt eben gesagt hat, ich habe damals recht gehabt und ich rück nicht von meiner Position ab, sondern wirklich die Entwicklungen, die es dann halt eben gab, aufgegriffen hat und gesagt hat, Leute, das ist echt eine schlaue Idee, halt G anzunehmen. Ne? Nachdem er halt ewige Zeiten halt G vehement abgelehnt hat, hat er das dann anerkannt. Also finde ich eine super Geschichte, aber halt erst in der Synthese, ne? Also in diesen hierarchischen Modellen. Und das hatte ich Ihnen also schon in der Einführungsfolie, in der Einführungssitzung mal gezeigt, halt so diese Dialektik der Intelligenzmodelle, weil, ne, Spearman als These, es gibt nur einen Intelligenzfaktor und der erklärt alles. Und Thurston jetzt als Antithese, der sagt, es gibt dann 6 bis 7 Primary Mental Abilities, die alle unabhängig voneinander sind und einen gemeinsamen Intelligenzfaktor gibt es nicht. Und jetzt hier als Synthese die hierarchischen Modelle oder die Gruppenmodelle, wo man sagt, ja, also G steckt in allen Aufgaben drin, aber es lassen sich dann nochmal homogenere Aufgabengruppen feststellen. Ne? Also ganz oben haben wir schon G stehen, diese generelle Intelligenz, aber es kann trotzdem leichte Unterschiede oder es gibt trotzdem leichte Unterschiede oder manchmal auch etwas stärkere zwischen verbalen und mathematischen Fähigkeiten beispielsweise. Und die Vertreter dieser Synthese, die dann im Lehrbuch immer genannt werden, sind Bird und Vernon. Und das hat auch so ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass die nie miteinander wirklich was publiziert haben, beziehungsweise ich habe nie was gefunden, was die zusammen gemacht haben. Aber die werden immer so als Bird und Vernon bezeichnet oder halt eben auch als sogenannte englische Schule. Also in Deutschland sagt man englische Schule und im englischen Sprachraum sagt man London School.
Und man fasst die da halt eben zusammen, weil die beide in London gearbeitet haben. Also hat echt lange gedauert, bis ich das gerafft habe oder bis mir das dann jemand mal gesagt hat. Aber die haben nicht wirklich miteinander zusammengearbeitet. Also zumindest nichts publiziert. Ob die sich gekannt haben, weiß ich nicht genau. Also die zitieren sich halt eben gegenseitig. Aber ja, der Verne war auch eine ganze Zeit später. Also jetzt erstmal zu dem Byrd, also der Cyril Byrd war da, ja, Sie sehen es hier, Education Officer, also quasi so ein Staatsbeamter irgendwo im Bildungsministerium da in London oder in der Bildungsbehörde in London, und der hat halt eben geforscht halt auch zu Schulleistungen, und in dem Zusammenhang damals war dann halt auch Binet und die Staffeltests waren schon super hip. Also da wollte man gucken, welche Kinder sind fähiger und welche Kinder sind weniger fähig. Also in dem Kontext hat er halt eben geforscht und hat dann auch schon Korrelationen angestellt zwischen seinen Intelligenztests, und hat hier, jetzt sehen Sie das nochmal hier oben, die Korrelation zwischen den Testaufgaben, also hier sind jetzt irgendwelche bestimmt Schulfächer halt eben drin, aber da hat er sich Korrelationen angeguckt, und jetzt, ich habe jetzt spoilermäßig auch schon wieder drunter geschrieben, aber also soll Ihnen aber halt zeigen, ne, diese positive Mannigfaltigkeit, das ist halt eben ein Naturgesetz quasi, also es gibt quasi keinen Datensatz, den ich jetzt irgendwo mal selber gehabt habe oder publiziert gesehen habe, wo Sie das halt eben nicht sehen, dass es halt eben substanzielle Korrelation zwischen allen Intelligenztestaufgaben halt gibt. Manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen niedriger, aber halt in der Regel substanziell. Also hier sehen Sie die Averages. So, und was der Byrd jetzt gemacht hat, und das sehen Sie hier, ist, dass der da nochmal so ein Faktoren quasi raus extrahiert hat aus dieser Korrelationsmatrix. Also die Frage, die er sich gestellt hat, was bleibt übrig, wenn man G aus den Korrelationen herausrechnet? Ne? Also Sie sehen hier diese Korrelationsmatrix, aber ein paar korrelieren ja doch noch ein bisschen höher miteinander und ein paar doch ein bisschen niedriger miteinander. Was bleibt übrig, wenn man G halt da rausrechnet? Und da hat er dann halt auch mathematisch, statistisch entwickelt und getüftelt und hat das Konzept, das wir heute auch noch in der Statistik, also als grundlegende statistische Methode bei den Faktoranalysen haben, das Konzept der multiplen Korrelation bzw. Part- und Partialkorrelation quasi eingeführt, wo man dann die Korrelation, die eine Variable mit einer anderen Variable hat, aus dieser Korrelation oder aus dieser Variable quasi rausrechnen kann. Man guckt halt eben, was von der Varianz meiner Intelligenztestaufgabe bleibt noch übrig, wenn ich G halt rausziehe. Und dann verändert sich halt eben diese Korrelationsmatrix auch. Ne? Also hier sehen Sie jetzt quasi, man hat in dieser Faktoranalyse dann zuerst mal diesen G-Faktor geschätzt und geguckt, was kann der in meinen Aufgaben alles erklären. Und das hier ist jetzt die Residualmatrix. Ne? Also das ist die Korrelationsmatrix, die übrig bleibt, wenn man halt eben G rauszieht. Und jetzt die Frage, wenn Spearman recht gehabt hätte, wie müsste diese Korrelationsmatrix aussehen? Kaum Korrelation, genau. Ne? Also da sollte alles null sein nach Spearman. Ne? Also was Sie schon sehen, das ist halt deutlich niedriger. Da haben wir jetzt also erstmal keine positive Mannigfaltigkeit mehr, weil Sie haben da Plus und Minus, also Korrelationen in beide Richtungen, und die Korrelationen sind deutlich schwächer als vorher. Ne? Also wenn man G rausrechnet, dann bleibt, also dann hat man schon einen sehr starken Anteil
dessen, was die Variablen halt eben ausmacht, halt eben erklärt. Und das, was übrig bleibt, ist noch ein bisschen was, aber es ist nicht null. Und die Frage ist, dieses bisschen oder also dieser Teil, der da noch übrig bleibt, was misst der? Ja? Also, oder, also diese Korrelationen, die bestehen, mit denen nochmal halt eben zu quasi sortieren, weil das hat der Bird dann halt eben gemacht und dann halt eben gesehen, ah ja, okay, ich habe hier jetzt beispielsweise auch negative Korrelationen, halt hier Minuspunkt 23, Minuspunkt 28, Minuspunkt 18, also habe ich hier so Arithmetic, Handwork und Writing Quality und das hat er mal angeordnet in so einem Kreis, ne? Da stehen dann immer bestimmte Fähigkeiten, die mehr miteinander zu tun haben, näher beieinander und also die höhere Korrelationen haben, näher beieinander. Und wenn die negative Korrelationen haben, dann stehen die einander gegenüber. Ne? Also da sehen Sie hier schon, also hier haben Sie sowas Reading Comprehension Dictation, also sowas, was so eine verbale Richtung halt eben geht hier. History, Geography, Science, was so in die Richtung naturwissenschaftliches Wissen geht, was sich dann hier nochmal gruppiert, dann arithmetisch, was dann halt auch wieder hier diesen verbalen gegenübersteht und so weiter. Ja, also hier ist dann halt eben, bei Spearman wäre es egal, ne? Indifferenz der Indikatoren, ist egal, welchen Intelligenztest ich nehme, Hauptsache möglichst lang, möglichst gut. Das wäre bei Bird schon nicht mehr so, ne? Wo man dann sagt, okay, also G ist überall drin, wenn man es sehr abstrakt verallgemeinert betrachten will, dann kann man halt, dann ist egal, welchen Test man halt nehmen will, aber wenn man facettierter gucken will, sieht man schon substanzielle oder relevante Unterschiede zwischen verschiedenen Aufgabengruppen. Ja? Also in der Mitte G als gemeinsamer Kern und außenrum ordnen sich quasi so Gruppenfaktoren wie Facetten an. Ja? Okay, also hier ne, die Synthese quasi aus Spearman, es gibt nur ein G, da wird der Byrne sagen, oder der Bird sagen, ja, auf jeden Fall, G macht Sinn, aber es gibt halt an diesem G noch quasi Anteile dran, wo sich Aufgaben mehr ähneln, wo das nochmal spezifischere Fähigkeiten sind, die aber alle von dieser großen übergeordneten Fähigkeit abhängig sind. Ich muss jetzt gerade mal hier in den Chat reingucken. Ja, also wie rechnet man die allgemeine Intelligenz aus den Testergebnissen heraus? Also mit der Partial-Korrelation, multiple Korrelation. Da können Sie dann eben, wenn Sie die Korrelation zwischen drei Variablen haben, dann können Sie halt eben sagen, okay, G, also die Korrelation von G mit numerisch und die Korrelation von G mit verbal beispielsweise, die rechne ich raus. Deswegen also Part-Korrelation, also da wird ein Part quasi der Varianz halt eben rausgerechnet, kontrolliert. Und was bleibt dann noch übrig an Korrelation zwischen den verbal und numerisch, wenn ich das G halt eben rausgezogen habe? Okay, ja, genau, also das, was da geschrieben wird, ja, also wenn die näher zusammenstehen, dann korrelieren die höher halt miteinander, also oder positiver miteinander. Also wenn die gegenüberstehen, dann korrelieren sie sogar negativ miteinander. Es gibt doch auch einen Faktor, der sich mit Gedächtnis befasst oder welche anderen Faktoren liegen in der Nähe von so Gedächtnis. Das ist halt eben die Frage, welches Modell Sie da halt eben betrachten. Also jetzt Gedächtnis ist halt auch sehr allgemein halt nochmal formuliert. Also auf dem Differenzierungsgrad waren die an der Stelle eben einfach noch nicht oder war der Bird an der Stelle halt eben noch einfach noch nicht. Da gibt es differenziertere Modelle, die wir später sehen. Okidoki, alles klar. So, dann, gut, das war halt eben der Bird und ich hatte jetzt die ganze Zeit schon gesagt, halt, also die
Psychologen haben dann als relativ junge Wissenschaft ihr Methodenarsenal dann halt eben weiter entwickelt. Und der Vernon, der dann auch in London gewirkt hat, hat 1950 dann noch quasi einen draufgesetzt, methodisch auf diese Analysen, die der Bird da ein paar 30 Jahre vorher gemacht hat. Nämlich, das kann man jetzt sehr schön veranschaulichen mit dem Yo-Dog-Meme. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier bemüht habe in der Vorlesung. Ne? Also gucken Sie es mal im Internet an, wo das halt eben herkommt. Aber es ist halt Exhibit, dieser Rapper, der quasi Leuten das Auto halt irgendwie aufpimpt. Und der macht dann halt irgendwie ein Aquarium halt ins Auto rein, weil der Typ halt eben gerne Fische mag oder sowas. Und dieser rekursive Irrsinn wird dann in diesem Meme aufgegriffen. Also, yo, dog, I heard you like factor analysis, so we put a factor analysis in your factor analysis, so you can factor analyze while you factor analyze. Also so oder in der Art hat sich das der Vernon damals halt eben gedacht, weil was der gemacht hat, ist, diese Korrelationsmatrix, die da am Ende rauskam bei dem Bird, ne? Ich gehe jetzt nochmal hier hin, also das, was hier übrig bleibt an Korrelationen, da nochmal eine Korrelation, da nochmal eine Faktoranalyse drüber laufen zu lassen, ja. Das Ganze sehen Sie dann halt hier, also da fangen die Tabellen an, dann halt auch so ein bisschen verwirrend zu werden, ohne da jetzt zu viel einzugehen auf faktoranalytische Methodik. Aber was Sie hier quasi, also erstmal interessiert uns hier diese Spalte, das andere sind so Vorbemerkungen, aber hier steht Group Factors und die Group Factors, die sind hier für das eben gemeint. Also das sind halt eben Gruppenfaktoren, die dann spezifisch sind für eine Aufgabengruppe. Ja? Und hier da vorne steht G. Und wenn Sie jetzt die Tabelle durchgehen, also hier sehen Sie dann halt in den Spalten halt immer verschiedene Aufgaben, also hier Progressive Matrices oder hier irgendwas zum räumlichen Vorstellungsvermögen, hier verbal, hier numerisch. Und wenn wir jetzt mal hier durchgehen, was stehen da für Zahlen drin? Das sind die Ladungen dieser Tests auf dem G-Faktor. Ja? Also das ist quasi die Korrelation, die G mit diesen Aufgabengruppen hat. Und ach, verdammt, ey, also das ist echt ein Unding hier bei Microsoft. Ja, meine Maus war wieder weg. Also nochmal hier Group Factors. Hier sehen Sie G, hier die Gruppenfaktoren, ne? So, hier die verschiedenen Tests. Und hier drin, in dieser Spalte, sehen Sie die Ladungen der Tests auf dem G-Faktor. Ja? Also das heißt, die Korrelation von G mit dieser Aufgabengruppe, wenn man es anders ausdrücken will. Und was jetzt hier bemerkenswert ist, also hier sehen Sie die Positive Manifold. Also hier steckt das G, das korreliert mit allen Aufgaben. Und dann sehen Sie hier gruppenspezifisch, gibt es nochmal so eine Gruppe KM. Da haben die Aufgaben hier und hier halt eben Korrelationen mit diesem KM. Das wären die KM-Aufgaben. Also das heißt dann kinästhetisch-mechanisch, das sehen wir dann gleich. Hier dann ED, das ist Educational. Da gibt es halt eben auch so eine Gruppe, die halt auf diesem Educational-Faktor dann lädt. Und die lässt sich nochmal unterscheiden in Verbal und Nonverbal oder Verbal und Numerical. Also dann haben Sie hier also diese EDV-Gruppe und hier diese EDN-Gruppe. Okay, also hierarchisch aufgebaut, weil G halt eben an der Spitze und dann geht es runter in die beiden groben Bereiche KM und ED. Und dann bei ED geht es noch weiter zu V und N. Ne? Also so werden dann die Leistungen in den Aufgaben eben geordnet. Ja? Also hier hat der Vernon das halt eben nochmal, da gab es noch die Frage, ja stimmt, was ist H? Also H Quadrat ist dann die Varianz, die alle Faktoren zusammen in dieser Variable erklären können. Ne?
Und deswegen H-Quadrat, also die Kommunalität, würde man sagen. Ne? Also alle Faktoren können hier 65% der Varianz von diesen Progressive Matrices dann halt eben erklären. Also H-Quadrat, Kommunalität ist jetzt, also da will ich sie jetzt einfach hier nicht zu sehr mit faktoranalytischem Zeug zuschmeißen, weil sie dann wirklich, also die Theorien sind gut nachvollziehbar. Wenn man sich verliert in den statistischen Details, dann trägt das nichts zur Wahrheitsfindung dabei. Und wenn Sie das cool finden, dann ist das ein guter Einstieg, um da halt eben weiter zu machen und weiter zu denken dran. Ja. Okay, gut, alles klar. So, also hier schreibt der Wern das auch nochmal schön halt eben zusammen. Also after the removal of G, also ich ziehe da halt eben G raus, bleiben zwei Hauptgruppen übrig, also Verbal Numerical und, also das ist VED und Practical Mechanical Spatial Physical on the other hand, also KM, das ist jetzt auch historisch bedingt, also früher hat er den kinästhetisch-mechanisch genannt, also hat auch ewig gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, warum Practical Mechanical Spatial Physical KM heißt, wenn K noch nicht mal drin vorkommt, aber also hat eher historische Bedeutung, also quasi oben G, dann halt eben in VED und KM und dann VED, das teilt sich dann nochmal auf in V und N. Und ja, das steckt eigentlich so als Überlegung auch schon drin bei dem Bird, aber der Vernon hat das als erster prominent zumindest in dieser Stammbaumform halt eben dargestellt. Also der Genealogical Tree halt, also Stammbaum der Intelligenzleistungen, wo man dann sagt, ganz oben steht G halt eben an der Spitze und dann geht es halt in Major Group Factors, also große Gruppen von Intelligenzaufgaben und dann in kleinere Gruppen von Intelligenzaufgaben und dann letztendlich in die ganz spezifischen Faktoren. Ne? Also das hier, also wenn Sie es jetzt nach Spearman halt eben vorstellen, würden hier auf der Ebene die Aufgaben stehen und hier hinten kommen dann quasi die spezifischen Anteile raus, die halt eben, ob G mit KM, eigentlich die Frage ist doch jetzt, ob G mit KM korreliert. Was meinen Sie? Korreliert G mit KM? Ja, sehr gut. Also G korreliert mit allem. Das ist die Positive Manifold, G korreliert mit allem. Aber einen Anteil hier in diesem KM-Bereich kann G dann nicht erklären. Und das ist dann das, was halt eben nochmal für die KM-Aufgaben halt eben spezifisch ist. Also ganz viel erklärt G, aber dann kommen halt nochmal Aspekte, die so bedeutsam sind, dass man sie halt eben nicht ausklammern will. Und das wären jetzt, also ich sag mal jetzt Bird und Vern, das ist halt auch eher dann halt eben so eine historische Vorstellung. Die modernere, die sehen wir halt eben gleich. Aber was jetzt noch, was ich jetzt eben noch sagen wollte, wo ich eben abgelenkt wurde, war hier, ne, da an der Stelle, wenn Sie sich nach Spearman eintragen würden, würden dann hier die Variablen stehen, weil hier unten sind die Specific Factors. Ne? Das, was wirklich als letzter Rest dieser Aufgaben übrig bleibt, was nur spezifisch ist für die Aufgaben und dann halt eben gar keine weitere Bedeutung halt eben hat. Und hier oben drüber dann die G-Anteile, die sich dann halt eben quasi so verzweigen oder zusammenknüpfen und dann halt am obersten Ende dann halt eben G drüber haben. Aber also, wie gesagt, werden jetzt auch eher historischer Charakter, wie ist man da hingekommen? Also das, was jetzt weitestgehend, würde ich sagen, also die allermeisten würden sagen, der Carroll hat es 93 so geschrieben, dass man es halt eben besser nicht schreiben kann. Dann komme ich gleich zu, ich lese das gerade noch mal im Chat kurz. So, okay, das ist eine super Frage.
So, also Thurstons Primärfaktoren, wo gehören die hin? Gehören die nach hier oder gehören die nach da? Also wenn wir Thurstons Anteil an diesem Modell betrachten. Ja, ne, auf der Ebene der Group Factors, sehr schön, ja. Also weil quasi Spearman sagt halt, alles ist eins und da hat er eben recht mit seinem G, aber Thurston sagt, ja, es gibt trotzdem noch Unterschiede und da hat er dann halt recht mit den Gruppenfaktoren. Ne? Und diese beiden Aspekte sind halt eben da drin. Genau, also Thurston am Anfang hatte er das G halt eben nicht drin, aber das war quasi so dann die krasse Antithese dazu, aber das haben wir ja dann gesehen, ein paar Jahre später ist er dann halt auf diesen G-Zug halt eben mit aufgesprungen. Genau, super, ja, super, ne? Und die Specific Factors korrelieren nicht mit G, genau, ne? Weil also hier unten, das ist das, was quasi die Variable mit keiner anderen Variable teilt. Das ist dann quasi der bedeutungslose Rest, der halt eben übrig bleibt. Gut, super. Also die Fragen zeigen mir, dass Sie das sehr gut durchdrungen haben. Und jetzt halt hier nochmal der Carol. Ja, also der hat dann eben quasi die Mega-Integration von allem, was man damals hatte, gemacht. Also das hier ist so ein Schinken, den können Sie auch heute noch kaufen. Der wird heute auch noch gedruckt, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich wollen sich den viele noch irgendwie ins Regal stellen oder so, weil der so cool ist. Der hat wirklich Jahre drauf verwendet, alles zusammen zu kratzen an Faktoranalysen oder also an Korrelationstabellen zwischen zwischen Intelligenztestaufgaben, was er so in die Finger bekommen hat und hatte dann am Ende 461 Datensätze zwischen 1925 und 1987 mit 131.000 Personen. Also hört es jetzt halt ordentlich an, aber so sind jetzt keine Zahlen, wo man heute halt unbedingt vom Hocker fällt. Aber wenn Sie sehen, was der 93 dann halt an EDV-Möglichkeiten hatte, dann ist das schon mal deutlich beeindruckender. Also wirklich ein Mammutprojekt, das er da halt eben durchgezogen hat. Das ist halt ganz witzig. Hinten schreibt er dann halt, also hinten in diesem Buch, das wie gesagt 600 Seiten Schinken, sind alle Korrelationstabellen halt eben nochmal drin. Und dann beschreibt er immer, wie er die halt auch bekommen hat. Und dann schreibt er so, ja, das hat mir Forscher XY auf 5¼ Zoll Disketten. Kennen Sie noch diese, oder kennen Sie diese Floppy Disks halt? Also da haben die dann wirklich halt eben so stapelweise Computerdisketten durchs Land geschickt. Also finde ich total, total cool. Ja, also auf jeden Fall hat er das dann halt alles zusammengepackt und faktoranalysiert dann in so einer mega großen Faktoranalyse, wo er teilweise die Programme halt auch selber für geschrieben hat und kam dann halt eben bei diesem Modell raus. Und das ist das, also da darf nicht Vernon stehen, da muss natürlich Carol stehen, Carol 1993. Ich korrigiere das im Nachhinein dann noch, aber Carol 1993, das ist das sogenannte Three-Stratum Model of Intelligence. Und das ist halt eben das bedeutsamste aktuelle Modell, was jeder zitiert und wo keiner sagen wird, da sind irgendwie grundlegende Fehler eben drin, im Mainstream, sage ich mal, der Intelligenzforschung. Also darauf können sich halt so gut wie alle halt eben einigen. Oben haben wir dann halt General Intelligence Stratum 3, also das wäre das abstrakteste, was in den Intelligenzaufgaben drin steht. Dann hier Broad Strata und dann kommen hier so Begriffe, die werden Sie später oder also wahrscheinlich nächste Sitzung beim Kartell dann nochmal kennenlernen, Fluid Intelligence und Crystallized Intelligence, also fluide Intelligenz, das wäre so dieses logische schlussfolgernde Denken. Crystallized, das wäre so abgespeicherte Gedächtnisinhalte, so wie beim Computer halt eben die
Festplatte als crystallized Speicher und der Arbeitsspeicher als halt eben fluider Arbeitsspeicher, der Daten dann halt auch bearbeiten kann. Und genau, also dieses Modell ist das Three Straight Model of Intelligence. Also drei Strata Modell der Intelligenz. Genau, so, und jetzt, also hier wird jetzt nochmal gesagt, Wissen. Also hier ist dann halt, also das ist Wissen und dann hier, das ist Gedächtnis, ne? Also das hatten wir vorhin halt auch schon nochmal als Einwurf, was ist Gedächtnis, also zumindest in dem Carroll-Modell wird halt eben Gedächtnis getrennt von Wissensinhalten, ne? Also weil sie können ein gutes Gedächtnis haben, aber wenig Wissen. Und dann halt eben auch so basalere Sachen wie Visual Perception, Auditory Perception, Retrieval ist nochmal was anderes, das ist so Kurzzeitspeicher, dann Mental Speed und dann Processing Speed, also sehen wir dann in den folgenden Sitzungen sicherlich nochmal genauer. Also aber das wären halt eben die großen Strata, also Strata 2 Faktoren nach Carroll. Und dann halt eben narrow ganz viele kleine Fähigkeitsbündel. Also hier unten haben sie dann sowas bei Fluid Intelligence sicherlich wie die Matrizenaufgaben oder Speed of Reasoning etc. pp. Ne? Okay, also das ist halt eben so die modernste Vorstellung, die wir momentan haben. Und alles Weitere sind dann halt eben so Varianten davon. Ne? Dann gibt es noch halt eben Jensen und Wang beispielsweise oder Johnson und Bouchard oder so. Aber die haben halt alle diese hierarchische Vorstellung und am übergreifendsten hat es halt eben der Carroll dann zusammengeschrieben. Ne? Also deswegen den Carroll und Three-Straighten-Modell sollte man auf jeden Fall kennen. Und jetzt habe ich den so ein bisschen schlecht gemacht halt, weil es gibt so einen, der jetzt so quasi so eine Variante davon ist, aber trotzdem ein ziemlich cooler Typ, nämlich der Kevin McGrew. Und es wird jetzt peinlich, wenn er nicht kommt, weil ich ihn jetzt nochmal als Special Guest ankündige. Aber ich habe ihm gerade jetzt noch vor der Sitzung halt eben geschrieben, dass wir mal jetzt einen Termin ausmachen müssen. Der sitzt halt in Minnesota. Das heißt, wenn wir anfangen hier mit der Vorlesung, ist bei denen gerade 5 Uhr morgens, ja. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da das in dem Slot machen können. Aber er hat es mir versprochen. Ich hoffe immer noch auf seine, seine Verlässlichkeit. Und der hat dann halt eben nochmal so ein hierarchisches Modell formuliert 2009, wo er dann nochmal so neuere Entwicklungen zusammengefasst hat. Und das ist das dann die CHC-Theory, also Cattell-Horn-Carroll-Theorie der Intelligenz. Und also, aber was er dann halt eben so doch bescheiden halt eben sagt, standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research, ne, das waren halt eben so, also Spearman und Thurston sind halt wirklich so die Giganten und Bird und Verne und was dann da halt eben so in dem hierarchischen Strang gelaufen ist, das hat das halt eben alles so integriert. Also deswegen, also Sie merken, ich finde die Story ziemlich schön und also ja, hoffe, dass der Kevin verlässlich ist, wie ich mir das wünsche. Okay, gut, also das waren so die wichtigsten Sachen, die ich erzählen wollte, aber vielleicht haben Sie noch Fragen. Ist irgendwas unklar geblieben? Wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit übrig. Ja, Frau Banzer. Hören Sie mich? Ich weiß ja, nicht, ob das Mikro... Ja. Ah, perfekt. Ich hatte dann eine Frage zu generellen so Intelligenztests, weil also ich habe das bei mir im FSJ mitbekommen. Mhm. Da hat man dann am Ende für, ich glaube, bei uns in dem Test gab es irgendwie so 4 so Unterfaktoren und dann gab es so einen... Also dann gab es den generellen IQ. Mhm. Würde das dann als G gelten oder wäre das nochmal was anderes?
Ja, jetzt, Sie stellen die Frage, sonst hätte ich den Spieß rumgedreht, aber ja, ne, das wird als also nach Spearmans Definition ist es ja so, in Differenz der Indikatoren, also wenn Sie ein möglichst breiten Intelligenztest haben und die Werte aller Subtests halt zusammenrechnen, dann kommen Sie auf ein gutes Maß für G raus. Okay, und dann hätte ich noch eine weiterführende Frage dazu, weil wir hatten dann teilweise den Fall, dass in diesen Unterfaktoren, dass dann teilweise so große Unterschiede zwischen den einzelnen Faktoren war, dass es dann hieß, okay, man kann hier zwar einen IQ berechnen, aber der wird als nicht so super zuverlässig angesehen oder sowas in der Art. Und also genau, dann ist die Frage, welchen Test Sie da verwendet haben, aber ich habe da begründete Vermutung, nämlich, dass das der HAVIC war oder der, also WISC, also Wechsler Intelligence Scales for Children. Genau. Also da muss man sagen, also David Wechsler, den hören wir auch noch, der hatte so eine alternative Vorstellung, wo der gesagt hat, es gibt halt eben so einen praktischen IQ und es gibt einen verbalen IQ. Und das ist also so eine Spielart letztendlich von Thurston, ne? Wechsler, oder jetzt lebt er auch nicht mehr, aber das wird dann fortgeführt, hat sich immer verwehrt gegen die Berechnung eines Gesamt-IQs. Also wenn Sie sich halt eben den WISC-1 halt eben angucken, oder also früher hieß der HAVIC, Hamburg-Wechsler-Intelligenz-Test für Kinder 1, dann dürfen Sie da gar keinen, oder also das Manual sieht gar keine Berechnung eines Gesamt-IQs vor. Einfach weil die noch von einer anderen Theorie halt eben ausgehen und auf diesem ersten Trip halt eben geblieben sind, damit abseits vom Mainstream. Und das ist jetzt mit den neueren HAVIC-Varianten halt eben aufgeweicht, die Leute, die das anwenden, halt durchs Studium durchgegangen sind und mitgekriegt haben, ja, in der Forschung sagt man halt eben, G muss halt eben sein, das ist ja eine schöne Sache. Dann gab es halt immer die immer mehr Anfragen, ja, wir brauchen da halt eben IQ für den HAVIC, und dann wurde der irgendwann eingeführt, der HAVIC. Aber das habe ich noch miterlebt, also keine Ahnung, dass also irgendwo in 1990ern, späte 1990er oder sowas wurde das eingeführt, ne? Also, aber bis dahin gab es dann halt immer nur die Unterscheidung Verbal-IQ und praktischer IQ. So, und jetzt halt eben ausgehend davon haben die dann natürlich noch ihre traditionellen Skalen da halt eben drin wollen da so eine Profilauswertung machen. Ne? Also, okay. Das ist ja quasi auch so, ne, das, was dann halt eben dieser Thurston, also auf dieser grundlegenden Thurston-Logik halt eben beruht. Also, dass man quasi sagt, ich habe hier verschiedene Intelligenzfaktoren und ich muss die Leistung auf diesen unterschiedlichen Intelligenzfaktoren dann separat messen und dann halt eben auch miteinander vergleichen, um zu sagen, da gibt es halt irgendwie Teilleistungsstörungen oder so etwas in der Art. Aber was, also das in dem Rostbuch gibt es da eine sehr schöne Ausführung zu. Also wenn da Interesse dran besteht, dann schreiben Sie nochmal, da könnte ich einen kleinen Exkurs machen zu. Also wie plausibel das ist, zwischen interkorrelierten Faktoren dann Profilunterschiede zu betrachten. Mhm. Okay. Weil das eigentlich nicht sehr sinnvoll ist, was die da im HAVIC oder WISC-Manual von sich geben halt. Das ist halt bei den Tests so. Also es gibt dann halt bessere und schlechtere Tests, das ist mal abhängig davon, wer halt eben das Team ist, aber also diese Profilinterpretation zumindest, die ist nicht in Einklang mit dem Scientific Mainstream. Also, dass sie da ein IQ jetzt mittlerweile drin haben, das ist schön, aber das, was sie schreiben zur Profilinterpretation, das ist halt immer noch eine schräge Kiste. Okay, danke. Gut, gerne. Kann das nicht daran liegen, dass man einzelne Aufgabenstellungen schlechter versteht und die Unterschiede durch etwas Übung abflachen? Ja, also so Reihenfolgeeffekte gibt es natürlich halt eben immer. Da gibt es halt eben die Möglichkeit von einer Nachtestung, aber normalerweise
geht man davon aus, dass die Reihenfolgeeffekte da vernachlässigbar sind. Also Sie sollten natürlich gucken, dass die Testung da halt ordentlich gemacht wird, aber also dass da niemand halt total ermüdet bei der letzten Aufgabengruppe halt eben sitzt, aber normalerweise sind die Reihenfolgeeffekte dann doch eher schwach. Also genau, Sie hatten jetzt auch gesagt, mit Übung kann man halt eben sich einen Vorteil in verschiedenen Aufgabengruppen dann halt also erreichen, aber dann halt eben bis zum festen Level. Also bis zu einem gewissen Bereich bringt es einem noch was, halt die Aufgaben zu üben, aber dann hat man irgendwann die gläserne Decke halt eben erreicht, wo es nicht besser wird. Und deswegen ist unser Plädoyer, das ist jetzt eine andere Forschung, die wir machen, über die ich noch nichts erzählt habe, also aber die Frage bei Matrizenaufgaben, wie viel Übung bringt was, ne, wo wir dann halt eben empfehlen, alle Leute maximal zu trainieren, dass diese Vorwissenseinflüsse, die unabhängig von der eigentlichen Leistung sind, dann nivelliert werden. Ne? Also jedem quasi die maximale Möglichkeit zum Üben geben, dann wird das, was man nachher erfasst, reiner, weil diese Übungsanteile dann nicht mehr zählen, sondern nur noch die reine Fähigkeit, die man nach Übung halt erbringen kann. Okay. Gut, also ich will jetzt nicht über, ich hoffe, ich laber da nicht zu viel, aber Sie können es ja auch ausklinken, ein paar machen es auch gerade, während ich das sage. Aber ich glaube, für heute nennen wir es mal eine Vorlesung und wenn es Fragen gibt, gerne noch per Mail, können wir gerne dann nächste Sitzung nochmal drüber sprechen. Ansonsten dann schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Woche. Tschüssi!